Willkommen. Dieses Channeling entstand außerhalb unserer normalen Lehreinheiten, weil sich mein Channel die Wochen davor etwas mit dem CERN und seiner Forschungsarbeit beschäftigt hatte. Die Videos zum Thema Quantenphysik für Lichtarbeiter entstanden ebenfalls als Folge hieraus. Im Moment, also im Frühjahr 2024, gibt es wieder vermehrt Diskussionen unter euch, was das CERN für das Fortkommen eurer Zivilisation bedeutet. Ermöglicht es Innovation oder werdet ihr Menschen euch mit diesem Werkzeug selbst vernichten? Gleich vorweg, es gibt Gründe zur Sorge, aber anders als viele denken. Ich werde mich ausgiebig hierzu äußern. Es tauchte also nun die Frage auf, wie viel Wissenschaftler wissen, ohne es offiziell wissen zu dürfen. Was meine ich damit? Nun, es passieren in Laboren überall auf der Welt Dinge, die nicht gleich klar erklärbar sind. Egal, ob ihr Zellen irgendwelcher Strahlung oder Lichtliebe oder Musik aussetzt oder ob ihr Schwerkraftversuche mit Elementarteilchen macht. Es passieren viele Dinge, die viele Wissenschaftler regelmäßig an dem zweifeln lassen, was der wissenschaftliche Betrieb oder der wissenschaftliche Konsens genannt wird. Die Frage also lautet, wie viel wissen die Teilnehmer des Wissenschaftsbetriebes, was sie offiziell nicht sagen dürfen? Es ist nämlich zu einfach zu sagen, die Wissenschaft wolle das nicht wissen. Ich will euch ein leichtes Beispiel geben. Ein Großkonzern, der als nichtmenschliche Organisation einzig und allein das Ziel verfolgt, Geld zu verdienen, möchte nicht wissen, dass seine Angestellten unter den Geschäftspraktiken leiden, unter der Mitarbeiterführung oder wie auch immer. Das eine ist die Organisation, das andere sind die Menschen in der Organisation. Und jeder Arbeitnehmer weiß, wie elementar sich das voneinander unterscheidet. Es gibt immer Dinge, die weißt du unter der Hand, weil du Teil dieses Systems bist. Und es gibt Dinge, die die Organisation ganz offiziell vermeldet. Das ist übrigens Tanjas Metier, PR, offizielle Kommunikation. Diese beiden Dinge stehen immer in gewisser Diskrepanz zueinander. Je nachdem, wie schlimm es ist und das Ganze komplett in Imbalance kommt, werden die Mitarbeiter auch immer ungenierter, darauf hinzuweisen, was ihr gutes Recht ist. Doch nun zurück zur Wissenschaft. Auch die ist ein Betrieb. Der ist zwar nicht erfunden worden, um Geld zu generieren, aber er ist eingerichtet worden, um Wissen zu kreieren. Immerhin schon mal ein hehres Ziel. Aber, wie wir wissen, gibt es diesen wunderbaren Spruch unter euch. Geld regiert die Welt. Und das gilt auch für die Wissenschaft. An einigen leider elementaren Ecken. Da brauchen wir auch nicht weiter drauf einzugehen, weil es bekannt ist. Es ist bekannt, dass an deinen Publikationen deine Karriere hängt. Dass es für Publikationen gewisse Rahmenbedingungen gibt, die du unbedingt erfüllen musst. Und dass es Themen gibt, die von diesen Publikationen niemals angenommen werden, weil auf gar keinen Fall irgendwie der Anschein erweckt werden soll, diese Zeitschriften und Veröffentlichungsorgane würden den Pseudowissenschaften in irgendeiner Form Vorschub leisten oder Raum bieten. Egal, wie berechtigt du vielleicht geforscht hast, nach besten Bedingungen, wenn du in deinen Versuchen unumstößlich auf Spirit getroffen bist, kannst und darfst du es keinem mitteilen, weil das System der Wissenschaft noch immer eine fundamental eingeschränkte Sichtweise hat. Eine Frau, die hier sehr viel zu sagen hat, ist Lynn McTaggart. Sie hat fantastische Bücher dazu geschrieben, sie hat die Forschungsarbeiten zusammengetragen, die in den sogenannten paranormalen Bereich abgeschoben wurden, und sie hat die Forschenden zusammengebracht, die nie beabsichtigt hatten, vom offiziellen Weg abzuweichen. Der Wissenschaftsbetrieb
will von all diesen Ergebnissen in ihren Büchern offiziell nichts mehr wissen. Doch nun kommen die Menschen ins Spiel. Die Menschen innerhalb des Wissenschaftsbetriebes, wie in jeder anderen Firma und Struktur auch, wissen Dinge. Sie wissen interessante Dinge und sie wissen auch gefährliche Dinge. Sie wissen, dass die Wahrheit und die offizielle Kommunikation ihres Standes nicht immer deckungsgleich sind. Das ist übrigens auch ein Grund großer Frustration junger Wissenschaftler. Das ist auch heute kaum mehr erwähnenswert, denn jeder junge Mensch geht in jede Organisation und denkt, dass der offizielle Wissensstand und die Außenkommunikation deckungsgleich wären. Die Enttäuschung über ihre eigentlich geliebte Wissenschaft kann dann sehr schnell sehr groß werden. Und dann kommt es auf die persönliche Einstellung an, auf den persönlichen Lebensweg und die eigene Integrität. Dann sagen sie manchmal, diese Sache ist nicht so, wie ich gedacht habe. Manche steigen dann aus, konsequenterweise. Wenn sie merken, die Wissenschaft lügt dir eben doch häufig etwas vor oder sie lügt durch Auslassung. Das ist eigentlich der größte Trick der Wissenschaft. Lügen durch Auslassung. Die meisten gehen jedoch den doppelten Weg. Sie entkoppeln ihren Glauben und die Wissenschaft vollständig. Denn es ist ja kein Einstellungskriterium in den Wissenschaften, dass ihr an absolut gar nichts glauben dürft. Es gibt Wissenschaftler, die bezeichnen sich offiziell als Christen. Es gibt Wissenschaftler, die bezeichnen sich offiziell als Buddhisten. Das ist alles überhaupt kein Thema. Da wird den Menschen dann einfach gesagt, lass das daheim in deiner Schublade und dann kommen wir klar. Diese Menschen fahren also zweigleisig. Das eine und das andere hat manchmal Berührungspunkte, aber häufig eben nicht. Was natürlich auch an der Darreichungsform eurer Religionen derzeit liegt, das ist aber ein ganz eigener Themenkomplex. Wie gesagt, diese Menschen fahren zweigleisig. Sie wissen, da ist mehr zwischen Himmel und Erde, als die Schulweisheit sich träumen lässt. Immer wieder ein wichtiger Satz von Shakespeare. Aber das reicht nicht, um sie aus dem Wissenschaftsbetrieb heraus zu katapultieren. Da sind Forschende auch nicht anders als alle anderen Mitarbeitenden. Sie denken sich viel im Stillen. Sie wissen einiges. Sie halten ihrem Geldgeber trotzdem im Allgemeinen die Treue. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Das ist okay. Für den Alltag der Leute, die sonst viel aus ihrer Arbeit ziehen, ist das okay. Nicht jeder ist dazu geboren, die Wissenschaftsrevolution voranzutreiben, die Gegensätze wieder zu verbinden, diese Verzahnung voranzutreiben zwischen Spirit und Wissenschaft, die eigentlich ja ein untrennbares Prinzip bilden. Das ist nicht jedermanns Aufgabe. Die Leute halten also den Mund, um es mal ganz direkt zu sagen. Aber im Leben eines jeden Menschen kommt der Punkt, wo er oder sie sich noch einmal lange hinsetzt. Allein. Und reflektiert, wie lange man das wohl noch so mitmachen kann. Das nennt ihr dann oft Midlife Crisis, was absolut unfair ist. Nur weil du alt genug geworden bist, um zu verstehen, wie krank das System ist, hast du noch keine Lebenskrise. Eigentlich hast du nur die Systemkrise erkannt. Dann kommt also der Punkt, wo die Forschungsergebnisse trotz aller Wiederholungen und einwandfreier Versuchsaufbauten so magisch waren, dass euer Herz die Sache weiter verfolgen muss. Obwohl ihr wisst, ihr müsst den offiziellen Betrieb dann verlassen, auf die Woo-Woo-Seite überwechseln. Obwohl ihr wisst, du wirst dein komplettes Ansehen und alle Freunde verlieren. Obwohl ihr wisst, dir wird gekündigt werden oder was auch immer. Oder diese Menschen verleugnen ihre Ergebnisse weiterhin und bleiben. Verschließen die Augen weiter vor Spirit und bleiben in der Sicherheit. Ich sage es noch einmal, Spirit urteilt darüber nicht. Es ist okay. Nun aber ändert sich etwas. Eine aufregende neue Tatsache kommt zu all diesen Überlegungen hinzu.
Denn wie bei jedem anderen Mitarbeiter momentan befinden sich auch die Menschen im Wissenschaftsbetrieb im Shift, im Aufstieg zu 5D. Und der Shift bringt es ebenso mit sich, dass diese Überlegungen immer heftiger werden, dass das Herz immer lauter schreit, wenn du ihm seine Träume verwehren willst. Die Frage, wie lange kann ich dieses System noch tragen und verteidigen, die wird lauter, überall. Diese Frage taucht immer häufiger auf und lässt dich immer häufiger nicht mehr schlafen. Das ist natürlich kein guter Zustand. Vorher konntet ihr euch ein Leben lang recht gut an den größten Themen vorbeidrücken. Ja, da war eine gewisse Diskrepanz, nichts ist perfekt, aber ihr kamt damit klar. Jetzt kommt der Punkt, da fällt den Menschen auf, wie wichtig ihr eigenes Dasein ist. Und das meine ich so, wie ich es sage. Es ist wichtig, dass jeder von euch da ist, um seine Lebensaufgabe zu erfüllen. Und wie sehr sie davon unter Umständen abgehalten werden, durch eben diesen Betrieb, der nicht so sein müsste. Das ist ganz wichtig. Dieser Betrieb müsste nicht so sein. Es gibt ein paar Leute, die, wie immer, von oben herab bestimmt haben, dass das System sich so darzustellen hat. Und dass es auf gar keinen Fall von etwas Geistigem, von etwas Spirituellem kompromittiert werden darf. Das ist, entschuldigt bitte, eine völlige Schwachsinnsannahme. Das hat mit Macht und mit Deutungshoheit und mit Geld zu tun. Es hat nichts damit zu tun, was Wissenschaft ist. Das heißt, es gärt. Es gärt nicht nur in den Großkonzernen und bei den Mitarbeitern. Es gärt auch im Wissenschaftsbereich. Irgendwann, ziemlich bald, wird hier ein interessanter Kipppunkt kommen. Es ist in der Weltgeschichte schon so und so oft geschehen. Diese Vorgänge bewegen sich immer wie ein Pendel. Die Religion ist oben auf, die Wissenschaft ist oben auf, die Spiritualität ist oben auf, die Wissenschaft ist oben auf. Gute Systeme und gute Zeiten sollten aber halbwegs ausbalanciert sein. Das ist das Ideal, aber ihr habt es geschichtlich leider selten so zusammengebracht, dass diese Balance die Zeiten überdauerte. Der Punkt, an dem Spirit oben auf ist und dort bleibt, der kommt mit großen Schritten auf euch zu. Kein Wunder, dass mancher sich an die Apokalypsis, die große Enthüllung, erinnert fühlt. So. Dies war nun mein großes Intro zum Thema Wissenschaft. Denn im CERN sitzen nun einmal Wissenschaftler. Und so ist es zu einfach, von außen darauf zu schauen und zu sagen, die spinnen dort alle. Oder auch nur zu denken, sie wüssten, was sie da tun. Deswegen sind es ja Wissenschaftler. Sie wissen per Definition nicht, was sie tun. Wie ich im zweiten Quantenphysik-Video schon anklingen ließ, gibt es auch einige Angstmacher, die in ihrer Angst tatsächlich viel zu weit übers Ziel hinausschießen. Die von schwarzen Löchern und von satanischen Ritualen geheimer Mächte sprechen. Lasst euch von solchen Meldungen nicht gedanklich in eine Ecke treiben. Das ist auch wichtig zu sagen. Doch auch für die tatsächliche Arbeit des CERNs gilt, ja, mit Elementarteilchen spielen ist sehr gefährlich. Und ja, solche Versuche wie die im Large Hadron Collider können prinzipiell Einfluss auf die Raumzeit nehmen. Aber wir als unsichtbares Helferteam sind und bleiben auch hier. Und wir wissen Unfälle dieser Größenordnung dann zu verhindern. Vielleicht nicht unbedingt vollständig zu verhindern, weil der Lerneffekt so unglaublich groß wäre. Aber wir wissen, dass entsprechende Grenzen gesetzt werden können und danach das große Aufräumen beginnt. Schaut mal, Gott ist ein sich selbst erhaltendes, sich selbstständig erneuerndes System, wie die Erde. Es gibt immer Fail-Safe-Mechanismen. Wie heißt zum Beispiel der beliebteste Fail-Safe-Mechanismus der Erde? Das ist das Samenkorn.
Selbst wenn alle Pflanzen verbrennen, so sind im Boden die Samen. Und die haben eine neue Chance, auch nach 3000 Jahren noch. Das ist der größte Failsafe, den Gaia hervorgebracht hat. Dies aber nur ganz am Rande. Also, Gott ist ein sich selbst erhaltendes, immer wieder erneuerndes System. Und das bedeutet natürlich, jedes Atom, egal ob es hier ist oder im Andromeda-Nebel, hat die gleiche, gottgegebene Fähigkeit, sich selbst zu reparieren, falls das nötig ist. Ja, Atome bilden Grüppchen und zerfallen wieder, das findet alles innerhalb von Gottes Spiel statt. Zerschießt ihr ein Atom aber so aufwendig, dass es außerhalb von Gottes Spiel landet und schädlich wird, dann findet diese spontane Selbstreparatur statt. Es ist eine der berühmten Kindersicherungen. Es passiert automatisch, weil euch nicht vertraut werden kann mit eurem Spielzeug. Derzeit jedenfalls nicht. Wir Götter und Großseelen können also auf ein planetenumspannendes, katastrophales Event zur Not eingreifen. Das ist der ganze Witz. Dort liegt die Grenze eures planetaren freien Willens. Schaut euch die Kuba-Krise als Beispiel an. Und es täte auch nicht weh, mal den Namen Stanislav Petrov zu recherchieren, der sich in seiner Zeit als russischer Soldat nicht aus der Ruhe bringen ließ und euren Planeten so mal eben vor einem Atomkrieg bewahrte. Wir haben geschichtlich eingegriffen und wir werden auch wieder eingreifen. Wir wohnen in euren Herzen und helfen euch zu entscheiden. Wir helfen euch zu desertieren, weil gerade darin oft die größte Ehre liegt. Genau aus den eben erwähnten Gründen ist die Sorge auf planetarer Ebene also eher unbegründet. Ob ihr vielleicht die eine oder andere Stadt nachher noch habt, wenn ihr es mit dem Spiel mit Elementarteilchen übertrieben habt, das kann ich nicht so genau sagen. Nun, die Leute im CERN versuchen, wer hätte es anders gedacht, den Gottesbeweis. Ob sie es ganz genau so formulieren wollen oder nicht. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wie man das erreichen kann. Über den Sinn von CERN werden wir gleich noch weiter sprechen, denn es wird nichts gebaut, was keinen Lerneffekt für euch hat. Die Pläne kämen dann einfach nicht zustande. Das CERN versucht, die Grundlagen des Universums zu verstehen. Und es hat soweit ja auch schon Fortschritte gemacht. Vielleicht die bekannteste Entdeckung aus dem Hause ist das sogenannte Higgs-Boson. Ein Teilchen wie kein anderes. Und Teilchen muss man hier schon in große Anführungszeichen setzen. Der sogenannte Gott-Partikel, der extrem untreffend benannt worden ist, weil jeder Partikel ein Gottespartikel ist. Soweit alles schön und gut. Daran sollen sich Generationen von Wissenschaftlern abarbeiten. Ich kann euch hier derzeit auch gar keine Lehreinheit über das Higgs-Boson geben. Mein Channel besitzt weder das nötige Hintergrundwissen noch das Vokabular dafür. Und ich dürfte es auch nicht, wenn ein Physiker die Fragen stellen würde. Schließlich sollt ihr das alles selbst herausfinden. Das CERN fördert aber nicht nur Erkenntnis. Es facht derzeit auch die Gerüchteküche an. Es wird gemunkelt von Portalen, nennen wir sie der Einfachheit halber einfach Stargates. Es wird von manchen angenommen, dass es geschafft wurde, Risse in die Schleier zwischen den einzelnen Dimensionen zu reißen. Es wird auch angenommen, dass hier nun Kommunikation stattfindet mit Wesenheiten, die mit den physischen Augen der Anwesenden sichtbar sind. Deswegen müssen sie noch nicht mit physisch greifbarer Masse vor Ort sein, aber das steht auf einem anderen Blatt. Uns soll diese Definition angeblicher Besucher mal reichen. Jetzt ist eigentlich nichts grandios Besonderes daran. Weder sind natürliche Stargates etwas wirklich Besonderes und künstliche Stargates gibt es natürlich auch. Die haben andere Zivilisationen schon längst. Das Schlimme am CERN ist, dass eine Kernsache nicht verstanden wird. Der Large Hadron Collider
hat eine kleinere Schleife und eine große Schleife für all seine Versuche. Dort jagen die WissenschaftlerInnen also all diese Teilchen durch. Irgendwann macht es Bäm. Zusätzlich gibt es die ganzen Keller, die Maschinerie, das Gebäude an sich. Die gesamte Struktur des Large Hadron Collider ist auf eine Art und Weise gebaut, die es vorhandenen Energieströmen ermöglicht, sich ganz besonders gut dort zu halten. Was will ich damit sagen? Stellt euch vor, der Large Hadron Collider würde Farbe anrühren. Orangene Farbe aus Rot und Gelb. Das Ziel wäre, Rot und Gelb so kollidieren zu lassen, dass es irgendwann Platsch macht und das ganze Gebäude wird innen mit orangener Farbe angesprüht. Immer, wenn die Forscher ihre Sachen machen, dann gibt es diese Flächeneffekte. Sie erzeugen ein bestimmtes Energiefeld in dem Gebäude. Das wissen sie nicht unbedingt immer, spüren es aber. Denn wir sprechen hier nicht von Energien, die ihr schon entdeckt und benannt habt. Ich spreche vor allem von feinstofflichen Energien. Man sagt, das CERN habe eine ganz eigene, nun, Magie würden diese Leute wohl nicht sagen, aber es hat ein ganz besonderes Flair. Wenn du es betrittst, fühlst du dich ganz anders, als wenn du wieder vor die Türe trittst. Wie kommt das? Nun, wenn man mit Elementarteilchen spielt, ist das ganz normal. Das wissen andere Zivilisationen auch. Diese Energie hält sich aber. Wenn du im Wald ein magisches Ritual durchführst und erzeugst dabei eine gewisse Energie, dann ist diese am nächsten Tag weg. Das ist ganz normal, das ist so gewollt. Diese Energie hält sich nicht 10 Jahre noch an diesem Ort in der Natur. Das wäre gar nicht gut. Die Energie, die aber um den Collider herum erzeugt wird, die kann sich tagelang in der Struktur des Gebäudes halten, weil so viel Metall verbaut ist, weil so viel Glas verbaut ist, weil dort keine Pflanzen sind, weil dort kein Wasser ist. Pflanzen und Wasser sind Filter, auch für Energiezustände und gerade für nicht so schöne Energiezustände. Im Allgemeinen kreiert das CERN aber gar nicht mal so ein schlechtes Flair. Das ist die gute Nachricht. Die extrem gute Nachricht ist, du fühlst dich im Allgemeinen nicht schlecht, wenn du dort drin bist und dort arbeitest. Du siehst zwar die Sonne kaum, das ist immer nachteilhaft für Menschen, aber der Effekt ist von diesem speziellen Gebäude völlig unabhängig. Dieses Flair, wie wir es jetzt einfach mal nennen, dieses Flair, wenn du am Collider arbeitest, erlaubt dir als Seele ganz besondere Kommunikationszustände. Wenn du das CERN betrittst, hast du die Chance, Kommunikationskanäle zu öffnen, die du vorher nie hattest. Kanäle, die von dir ausgehen, von dem dortigen Flair ausgehen und von deiner Gruppe ausgehen. Das hat mit den eben erwähnten Portalen noch gar nichts zu tun. Bedauerlicherweise arbeiten jedoch keine geübten Medien im CERN. Diese könnten ein bisschen Klarheit reinbringen. Sie könnten Energieströme benennen. Sie könnten die Schwingungshöhe einschätzen. Und sie könnten Warnungen ausgeben, wenn ein Versuch ein negatives Flair erstellt hat. Die Leute wissen, weil eben keine Medien dort sind, eben wirklich nicht, was sie da tun. Und das Flair, ganz besonders in den Kellern, wo es noch mal besser eingekerkert ist, wirkt auf die anwesenden Leute ein. Die Menschen am CERN setzen sich selbst hoher Magie aus und haben von hoher Magie keinen Schimmer. Übrigens, wenn du dich bei Praktikanten, Besuchern oder anderen Leuten umhörst, werden sie dir zu einem ziemlich großen Teil, zumindest 50% oder auch mehr, erzählen, dass einem übel werden kann, wenn man aus dem CERN herauskommt, dass einem schwindelig werden kann, wenn man die Keller betritt. Eine geübte Gruppe von Medien, die das CERN, wie gesagt, eigentlich dringend bräuchte, sich aber nicht anschaffen wird, könnte hier für eine Einordnung sorgen. Und natürlich auch Kommunikation vereinfachen, in einem extrem nützlichen Maße.
Das würde euch voranbringen. Wenn ihr eine Projektgruppe formen würdet, aus begabten, energiesensitiven, dann könnte dort richtig was draus werden. Aber wenn du nur Leute dort versammelst, die von 5D-Energiearbeit keine Ahnung haben, dann ist alles schwieriger. Das Gebäude beeinflusst die anwesenden Menschen auf dem energetischen Level. Daran ist nicht zu rütteln. Je nachdem, wann die Besucher oder die Forschenden kommen und wann ein Versuch war, landen die Leute in einer Art Halbtrance, ohne es zu verstehen, aufgrund der anwesenden Energien. Das bedeutet jedoch auch, dass die Erlebnisse, von denen manche erzählen, nicht unbedingt gerade so in 3D stattgefunden haben. Und da setzt dann natürlich wieder die Angst ein. Niemand möchte darüber reden, was man im CERN sehen und spüren kann. Hexen beispielsweise würden jedoch den ganzen Tag mit dir darüber reden, was sie vielleicht in der Trance alles erlebt haben. Weil sie den Zustand kennen, weil sie in diesen Zuständen navigieren können, meistens wenigstens ein bisschen. Und weil sie wissen, was sie da tun. Und vor allem, weil sie wissen, dass diese Dinge echt sind, die sie zwischen Bewusstsein und Trance wahrnehmen. Das bedeutet alles zusammen, eigentlich, wenn du es richtig siehst, ist das CERN eine eigene Art Tempel. Auch das ist eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass das CERN eigentlich zugänglich sein müsste für Energiesensitive und dass man diesen Sensitiven zuhören müsste. Die könnten dir nämlich sagen, wo du irgendwas noch verändern musst, weil es den Energieflow stört. Man möge mir verzeihen, aber das CERN braucht dringend Feng Shui-MeisterInnen. Ich werde für diesen Satz nicht nur Lorbeeren ernten, aber es hilft nicht. So, bis hier war alles ziemlich einfach. Alles easy, wie ihr so schön sagt. Bis jetzt war da noch kein tatsächlicher Grund zur Sorge. Jetzt aber besprechen wir die Kehrseite. Wenn Zivilisationen anfangen, mit Elementarteilchen herumzuspielen, dann wird das bemerkt. Nicht nur von uns. Das ist eben so bei den freien Willenszivilisationen. Somit ist das CERN durch das Fehlen von Sensitiven an Ort und Stelle auch ein Einfallstor. So wie trockene Schleimhäute ein Einfallstor sind für Bakterien, habt ihr euch ein Einfallstor gebaut, ohne es zu wissen. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass Löcher in die Realität gerissen werden. Das ist viel zu groß gedacht. Aber die Tatsache, dass die Erde wieder angefangen hat, mit Elementarteilchen zu spielen, verbreitet sich momentan. Ihr öffnet euch kommunikativ nach außen. Ihr öffnet euch auch anderen Zivilisationen damit. Ihr tut so, als wärt ihr bereit für alles, was daraus an Kontakten entstehen möge. Und während wir im zweiten Teil darüber sprechen werden, warum diese alte Geschichte mit den Alien Overlords immer so lachhaft für uns ist, solltet ihr euch als Zivilisation doch noch einmal ganz ruhig hinsetzen und mit ganz klarem Kopf und klarer Seele überlegen, ob ihr wirklich bereit seid für das, was aus euren Leuchtfeuern folgt. Und wer vielleicht auf euer lautes Rufen in den kosmischen Wald antworten wird.